Hi, in dieser Woche befassen wir uns mit dem Thema Open Educational Resources oder kurz OER. Damit sind offene Bildungsmaterialien gemeint, also Material für Bildungszwecke, Educational Resource Material, das eben offen, also open zur Verfügung steht. Das bedeutet, ihr dürft dieses Material in der Regel kostenfrei nutzen und auch meistens weiter bearbeiten und dann eure Bearbeitung auch wieder weiter teilen. Und genau für diese Zwecke gibt es ein bestimmtes Lizenzmodell, die sogenannten Creative Commons Lizenzen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden, die ihr kennenlernen sollt. Denn ich glaube, dass diese Lizenzen und Material unter diesen Lizenzen, das unter diesen Lizenzen veröffentlicht ist, einen großen Teil dazu beitragen kann, dass unser Bildungssystem auch in Zukunft möglichst offen ist und dadurch die Qualität letzten Endes oben bleibt. Denn wenn Material ohne großen rechtlichen Aufwand, ohne rechtliche Hürden immer weiter angepasst, verändert, weiterentwickelt werden kann, dann trägt das ja auch in letzter Konsequenz hoffentlich zu einer Verbesserung der Qualität dieses Materials bei. Ihr werdet euch in dieser Woche ein bisschen mit diesen CC-Lizenzen beschäftigen, wie sie kurz heißen, was für Abwandlungen und Varianten es davon gibt, und seid danach hoffentlich in der Lage, einerseits solche Lizenzen zu erkennen, sie vielleicht für euer eigenes Material einzusetzen und vor allen Dingen auch zu wissen, wo ihr denn Material findet, das nach diesen Lizenzen veröffentlicht worden ist, sodass ihr schon eine ganz große Basis habt an Material, die ihr vielleicht oder das ihr selbst in eurem Unterricht, im Referendariat, im Schulpraxissemester, wann auch immer, einsetzen könnt und für eure Zwecke anpassen könnt. Darüber sprechen wir dann natürlich auch in der nächsten Sitzung nochmal im Detail. Und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.